Servo-Einstellwege mechanisch synchronisiert für die Umsteuerung. Ein SEG-Mallett. Ist jetzt das erste Mal der Kessel gefüllt, der Gastank gefüllt, der Öler gefüllt, alles abgeschmiert. Ja, jetzt wird erstmal eine Weile Dampf gekocht. Das kann noch ein bisschen dauern. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Die Dampfleitungen war einzustecken war jetzt nicht ganz trivial. Mal schauen, ob es dicht geworden ist und auch noch Dampf durchkommt. Da ist wohl noch einiges undicht. Dampfhahn zumachen. Also auf jeden Fall da unten an der Manometer-Anschluss, Manometer am Kessel. Also da ist einiges noch nachzuziehen. Ich werde sie erstmal wieder abkühlen lassen. So wird es jedenfalls nichts. Da baut es keinen Druck auf.